Jeder, der Bock hat auf Liebe, der kriegt von mir Liebe. Bei manchen Menschen habe ich einfach das Gefühl, dass wir zusammengehören. Weißt du? Verhältnis zu Kolle. Wieso beleidigt dich Marvin California wieder? Ist irgendwas vorgefallen? Du meinst Texas, oder? Der Typ ist in Love, Bro. Bist du introvertiert? Nee, Bruder, ich bin extrovertiert, sein Vater. Top 5 Lieblingsrapper vom persönlichen Kontakt. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, mit dem Wissen von heute, um den Erfolg zu erzielen? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Genau, die Frage war, wie ich auf Menschen zugehe und wie ich neue menschliche Verbindungen sehe. Bro, ich bin ein Mensch, ich laufe so durch die Welt, Digga. So, generell laufe ich so durch die Welt, Bruder. Ich würde jeden Menschen in den Arm nehmen, eigentlich so. Jeder, der Bock hat auf Liebe, der kriegt von mir Liebe. Neue menschliche Verbindungen gehe ich schnell ein. Nur muss ich sagen, dass so richtig tiefe, echte Verbindungen. Ja, manchmal wird es so rot, Digga, das Bild, ne? So ein rötlicher Film, Digga. Naja. Auf jeden Fall, dass so diese echten, deepen Verbindungen mit Menschen habe ich selten in meinem Leben gehabt, so. Dass ich wirklich so, bei manchen Menschen habe ich einfach das Gefühl, dass wir zusammengehören. Weißt du? Da habe ich einfach das Gefühl, Digga, das ist so ein Match, Bruder. Das hat mit Baro angefangen, dann ging es mit Fanus weiter. Auch mit einem Nico, mit einem Big Nasty und mit meiner Ex-Freundin. Das war jedes Mal so, weiß ich nicht, als ob man sich schon 10 Jahre kennt, Bro, dass man irgendwie so eine krasse Verbindung miteinander hat, so, ne? Und das hatte ich das letzte Mal jetzt mit einer Laura, wo ich hier nach Tulum gekommen bin. So. Das hat sich auch mal wieder richtig geil angefühlt. Menschen, so, es ist halt für mich immer sehr, sehr schön, wenn ich Menschen an meiner Seite habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht selber sein. Und davon gibt es nicht viele so, weißt du? Menschen, die einen auch so akzeptieren, wie man ist, mit allen guten und allen schlechten Seiten. Ja, und die halt auch im Leben bleiben, egal was passiert. Weißt du, wie ich meine? Ich habe auch letztens mit Fanus wieder drüber geredet. So, Fanus und ich, Mann, wir haben uns einmal damals, also wir müssen nicht mal darüber reden, so. Seitdem wir uns kennen, lieben wir uns. Weißt du, wie ich meine? So, und seitdem wir uns kennen, ist uns beiden bewusst, dass wir niemals den anderen aufgeben werden. So, dass wir niemals Beef mit dem anderen haben werden oder schlecht über den anderen reden werden oder irgendwie so. Das ist einfach egal, was passiert, so egal. Es sind schon Sachen passiert, so. In beide Richtungen, die vielleicht nicht nice waren für den einen oder anderen, aber es ist egal am Ende des Tages so. Weil wir sind wie Familie. Das ist genauso wie wenn meine Mutter oder wenn mein Bruder mal irgendwie Scheiße labert oder Scheiße baut oder so. Das ist einfach Familie, Digga. Egal was passiert, egal was vorgefallen ist oder nicht vorgefallen ist, Digga, ich werde immer an diesen Jungen denken und ich werde immer ihn positiv in meinem Herzen abspeichern und wir werden immer regelmäßig telefonieren, über unsere Familien informieren. Und das ist auch schön, Bro, weil das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gesucht. So ein Freund, wo ich auch weiß, Digga, wenn ich mal Kinder habe oder wenn ich mal Kinder kriege und er auch Kinder hat, dass ich weiß, Bruder, wir sind immer noch connected, Bro, mein Kind kann mit deinem Kind spielen und so. Weißt du, ich meine so, das ist mir eigentlich voll wichtig, dass man wenigstens ein, zwei solche Menschen im Leben hat. Und man muss mit diesen Menschen auch nicht konstant aufeinander leben oder so. Es reicht einfach zu wissen, dass es diese Menschen gibt und das ist was Schönes, Digga. Aber es ist echt schwer heutzutage so eine Menschen zu finden. Und ich bin halt ein Typ, der halt eigentlich auch, wenn er mit Menschen am Start ist, eigentlich lieber gerne nur mit solchen Menschen am Start ist. Und halt, ich bin halt schwer mit diesen Kumpelsachen, so mit diesen oberflächlichen Freundschaften und so, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt nur eine positive Eigenschaft. Ich sehe das auf einer Seite positiv, weil dadurch, ich mag das nicht, wenn du so 1000 Freunde hast irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ich finde schon, dass du so einen ausgewählten Kern an echten Leuten haben solltest so. Auf der anderen Seite ist es zum Connecten eigentlich auch voll wichtig, dass man so oberflächliche Freunde hat, Kumpels hat, Kontakte hat, mit denen man auch so abhängt und so. Das fällt mir extrem schwer. Ich hänge eigentlich nur gerne mit Leuten ab, die ähnliche Visionen haben wie ich, die ähnlich ticken wie ich, mit denen ich eine krasse Verbindung habe, mit denen ich halt auch, weil ich bin einer, ich hasse es auch irgendwie, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wenn ich jemanden mag, dann erzähle ich dem alles, Digga, weißt du? Yeah. Bin Mexikaner, will mit 18 oder 19 direkt nach Mexiko und dort mein Leben genießen, aber auch flexibel sein
auch mal woanders hin und Neues kennenlernen, endlich mal die Ruhe haben vor dem Hustle. Krass, bist du Mexikaner, Digga? Ich habe noch nie in Deutschland einen Mexikaner kennengelernt, der so Deutsch kann und so, Bro. Würde ich gerne mal so, ich würde mal gerne mal so ein paar Fragen stellen, ein bisschen connecten, Digga. Schreib mir mal DM bei Insta, Bro. Verhältnis zu Kolle. Bro, ich habe irgendwann, wann war das? Dieses Rotlicht, diesen Rotlicht-Song, als er den rausgehauen hat, da habe ich den in meine Story reingehauen und hat er mir geschrieben, so Bro, was geht, dies, das, bla, haben wir ein, zwei Nachrichten hin und her geschrieben und bisschen connected einfach. Jo. Das war das letzte Mal, wo wir Kontakt hatten, Digga. Was kannst du in Mexiko empfehlen und wovon abraten? Ey, Freunde, wir müssen uns auf eins einigen, Freunde. Ich habe nicht so viel Ahnung, was Mexiko angeht, ne? Also ich bin jetzt nicht der Mexiko-Experte oder so ein Shit. So, ich bin Tulum-Experte. Ich bin quasi Bundeskanzler von Tulum. Bundeskanzler von einem Dorf, na Mann. Nein, ich bin Bürgermeister, Bruder. Spaß. Also ich kann nur über Tulum reden. Ich habe von Mexiko echt nicht viel Ahnung, Bro. Top 5 Lieblingsrapper vom persönlichen Kontakt. Deutsche, meinst du? Ja, so, ich habe schon ein paar Jungs auf jeden Fall ins Herz geschlossen. Auch wenn ein paar von denen mich vielleicht nicht mehr mögen oder keine Ahnung so. Ich habe schon ein paar Jungs ins Herz geschlossen, so. Ich bin halt auch so ein Typ, Mann, Digga. Ich bin auch manchmal zu übereuphorisch und zu, wie soll ich sagen, Digga? Das sieht man auch an meinen, Augen alleine. Ich bin so ein begeisterungsfähiger Mensch, Digga. Weißt du, ich bin auch manchmal einfach zu begeistert und so. Aber, weil die Liebe, die ich habe für viele Leute, die kriege ich auch oft nicht zurück, Digga. Aber es ist auch egal. Ich bleib trotzdem so. Für wen, also, Digga, meine Top 5 persönlicher Kontakt. So, Kolle ist auf jeden Fall jemand. PA. Flair, Manuelsen, ja, ansonsten noch Mosenu, geiler Typ, ja. Wieso beleidigt dich Marvin California wieder, ist irgendwas vorgefallen? Du meinst Texas, oder? Nee, Bro, der Typ ist in love, Bro. Der ist in love. Der hat sich verliebt, Digga. Kann man ihm ja auch nicht übel nehmen, ne? Ich meine, guck mal die Muckis an. Ja, da habe ich jetzt genau wieder die richtigen Kandidaten getriggert, Bruder. Ich küsse euer Herz, Bro. Bist du introvertiert? Nee, Bruder, ich bin extrovertiert sein Vater. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, mit dem Wissen von heute, um den Erfolg zu erzielen? Eigentlich würde ich meinem jüngeren Ich nicht irgendwas über Erfolg erzählen, sondern ich würde eigentlich mein jüngeres Ich schneller versuchen, auf die Reise zu schicken, sich selbst zu finden, so. Und nicht jemand zu sein, der den Leuten gefällt immer so. Weißt du, ich bin so ein Typ, ich will immer allen gefallen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich keinen Vater hatte und immer Bestätigung gesucht habe, so. Ich will immer allen gefallen und so. Und am Ende, keine Ahnung, machst du dann Dinge, um anderen zu gefallen und nicht, weil du Bock darauf hast oder weil es dein Traum ist oder deine Bestimmung ist, irgendwie so. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde versuchen, mein jüngeres Ich schneller auf diese spirituelle Reise zu schicken, Digga. Ja, eigentlich würde ich ihn mit 15 direkt nach Tulum, Bruder. Scheiße. Lali sagt, ich. Ja, Bruder, ist auch mein Livestream, du Kek, Alter. Bruder, du Hund. Dieser Wichser wird jetzt gesperrt, Bruder. Ich habe noch keinen gesperrt hier, aber der wird jetzt gesperrt, Bruder. Gar keinen Bock, Bro. Wie kann ich den sperren? Nutzer vorübergehend, Nutzer. Ja. Nutzer. Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl Drip.